Hallo Leute und herzlich willkommen zu Sheepdog and Wolf. Tja, hier ist der gute alte Daffy Duck, der wartet schon, dass sie hier die nächste Action bringen. Ich habe mal kurz geguckt, ob ich den Punkt habe und tatsächlich, auch wenn man stirbt, hat man den Bonuspunkt, indem man die eine Stechuhr sticht, ja. Und man kann sich hier den Bonus angucken und es sind dann so lustige Zeichnungen vom Konzept und so und wie die es alle vorbereitet haben. Und wir sehen auch andere Charakter hier. Ich habe heute Looney Tunes angeguckt, aber es kam keine einzigste Folge mit Ralf darin. Übrigens habe ich auch mal gegoogelt und habe herausgefunden, dass er im Deutschen Willy E. Coyote heißt und im amerikanischen Original heißt er einfach Ralph Wolf. Geil, ne? Hier seht ihr noch die Konzeptzeichnungen. Ah, einen Regenschirm kriegen wir also auch noch und eine Bombe. So. Das ist ganz schön viel. Oh, so, das gibt's also auch noch, ne? Okay, was sind wir? Ein Gespenst oder sowas? Der Geist mit dem Loch in der Unterhose? Ein Schäfchen und Duft. Drache? Oh Gott, bitte kein Drache. Aber ein niedlicher Drache. Oh, ich glaube, das sollten wir erst später sehen. Man kann auch später noch Bonuslevel freischalten. Moment, wo sind sie da? Bild 3, nee, Storyboard. Hier, Zugang zum versteckten Level Herbst. Ich glaube, das habe ich damals auch gespielt. Das war ziemlich cooles Level, aber da brauchen wir noch ein bisschen, um da hinzukommen. Jetzt erstmal das Level haben wir beendet. Was haben wir denn als nächstes freigeschaltet? Okay, hier ist es schon. Es scheint irgendwie Level nicht mehr. Okay, die Level haben keine Namen, aber es scheint eine kleine Hütte da zu sein. Und auch wieder ein Wasserfall. Hier sehen wir die Map. Das sieht schon etwas kniffliger aus. Ah, ich glaube, ich kenne dieses Level gut. Ja, ich glaube, man kann das auch. Es gibt auch eine PC-Version von diesem Spiel. Also, falls ihr euch das mal holen möchtet. Da sieht die Grafik aber ganz anders aus. Da haben sie so richtig mit dem Cell-Shading übertrieben. Und da haben alle Figuren so einen ganz dicken schwarzen Rand drumherum, als wären die so in einem Comic und das sieht irgendwie nicht so gut aus. Auf der PlayStation gefällt mir das tatsächlich besser. So, ein Stein blockiert unseren Weg und wir haben auch gleich wieder ein Amazon-Paket. Ich bestelle mir mal bei Amazon. Amazon, die den Propeller bestellt haben, haben auch Raketen bestellt. So, wie bewegen wir den denn? Oh, ich muss drücken. Dann drücken wir mal. Dann können wir den Stein hier nämlich zur Seite schieben. Ich finde die Animation auch ziemlich cool. Hier ist unser Stück. Damit können wir uns einen abwedeln. Moment mal, ich will das mal gerade auswählen. So, aktivieren. Tja, kommt mir nicht zu nahe. Ich kann mich nur im Kreis drehen. Ich kann mich damit nicht bewegen. Und dann würde ich mal sagen, wir geben es wieder zurück und schwätzen mal mit unserem Freund. Möchtest du was Neues wissen? Nun, hier ist was. Wenn du Sams Gebiet überqueren willst, ohne bemerkt zu werden, versteck dich in einem Buff. Es ist ganz leicht. So kannst du Sams Gebiet überqueren. Und wenn er dich sieht, wird er gar nicht dich sehen, sondern einen Buff. Oh, einfach genial. Ich sag dir was. Ich bring dir bei, wie du den Buff benutzt und du kannst es dann üben. Oh. Und solltest du Hunger bekommen, nicht den Busch essen. Auf gar keinen Fall. Wir essen keine Büsche. Willst du üben? Na klar. Okay, hör zu. Ich werde Ausschau halten, während du mit diesem Busch versuchst, die Linie zu überqueren, ohne dass ich dich sehen kann. Viel Glück. Ah, okay. Dann gehen wir mal hier hinter. Dann wird, glaube ich, Duffy... Oh, sich verstecken. Hier kann ich mich jetzt verstecken. Und ich glaube, es sieht ziemlich cool aus, wie er hier dann so drin ist. Okay, fang an, wann du willst. Ja, boah, hatte ich gerade vor, ne? Okay, ich kann rauskommen. Ich will natürlich... Wir müssen jetzt ganz gut ausweichen. So, immer wenn er in unsere Blickrichtung guckt, dann wird's brenzlig. Am besten immer abwarten, wenn er nach rechts guckt. Jetzt zum Beispiel. Jetzt wieder aufpassen. Wenn er direkt zu uns guckt, also in Richtung des Zuschauers sozusagen, dann sind wir am Arsch sozusagen. Großartig! Endlich bist du bereit für Sams Gebiet. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du zu mir zurückkommen. Ich bin zwar nicht sicher, ob ich sie dir beantworten kann, aber du kannst dich dann wenigstens meiner Gesellschaft erfreuen. Ja, er hat gesagt, endlich. Das heißt, dieses Tutorial war auch dazu bestimmt, dass man das mehrere Mal machen muss, ne? Für die Kiddies.
gab es dieses Tutorial, deswegen hat er das so gesagt. Hier ist unsere eigentliche Mission. Tja, oh, seht ihr das? Der gute alte Sam, der erblickt uns schon ganz früh. Ich würde mal sagen, voilà. Da hat er uns schon fast gesehen. Hier sollten wir ordentlich aufpassen. Oh! Aua. Das war lustig. Okay, upala, habe ich jetzt auf den Knopf gedrückt? War ich doch gar nicht. Nein, zurück damit. Mein Controller. Nein, hör auf damit. Böser Controller. Zurück. Hallo? Würdest du... Wack? Hä? Der spielt total. Würdest du dann? Ah, okay. Wir müssen uns erstmal diesen Busch hier klauen. Ja, irgendwas war gerade mit meinem Controller nicht ganz in Ordnung. Ja, guck. Der läuft von alleine. Da, ich mach gar nichts. Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingestellt. Irgendwie, jetzt geht's wieder. Hoffe ich doch. Weil, wenn er jetzt hier so rumspackt, dann geht das gar nicht. Also, technical difficulties. Der läuft schon wieder alleine los. So kann man das Spiel aber nicht spielen. Och, Menno. Nein, hör auf. Nein, nicht... Bitte. So. Geht's jetzt? Jetzt geht's wieder. Wir müssen uns hier langschleichen. Und ich versuch's mal da hinten. Das heißt, auch wenn wir uns nicht bewegen, würde er uns sehen, wenn wir nicht in dem Busch sind. Jetzt wird's kritisch. Ich muss immer die richtige Situation ausnutzen, dass wir auf keinen Fall gesehen werden. Sonst kriegen wir auf den Deckel. Ihr habt's gerade schon gesehen, ich bin da einfach weggerannt. Das war ziemlich lustig. Fast wie im Cartoon. Den kann man fast originalgetreu nachspielen. Jetzt wird's noch ein bisschen brenzliger, weil ich nicht genau einschätzen kann, wann er mich dann sieht, weil ich mich ja noch mitbewege so. Mal kurz warten, da hat er mich fast wieder gesehen, weil sein Kopf dreht sich ja mit, ne? So, kurz warten, da hat er mich fast gesehen. So, ich bin jetzt einigermaßen aus dem Sichtfeld, dann würde ich den Busch mal hier kurz abstellen und dann lesen wir uns mal das Schild durch. In Gefahr, Baden verboten, Wasser ist voller Piranhas. In Ordnung, wir sollten also nicht da lang gehen. Ich guck mal auf die Map. Was haben wir denn hier? Okay, den einen Kasten haben wir schon abgeholt. Da war unsere Training Stage. Uns wird sogar angezeigt, dass wir diesen Busch benutzen sollten. Hier ist noch ein zweiter Amazon-Kasten, sage ich jetzt mal. In Ordnung, ich gucke hier nochmal drauf. Schafe sind nicht besonders intelligent, aber sie sind total neugierig. Wenn du eines neben einen Schalter setzt, kann es nicht anders, als drauf zu drücken. Okay, die gehen wohl von alleine da drauf, weil die so neugierig sind. Ins Wasser sollten wir auch nicht. Wir sollten ein bisschen Salat mitnehmen. Der ist gesund. Was essen Wölfe? Am liebsten natürlich etwas, das den Bizeps schrumpft. Ja, hier ist der zweite Kasten, zweite Amazon. Natürlich außerhalb unserer... Nee, doch, da kommen wir hin. Ich dachte, der wäre jetzt noch irgendwie total weit weg. So, was haben wir denn hier Schönes? Wohl irgendwie ein paar Fang oder so. Hier müssen wir das Schaf hinbringen. Wenn dir der Felsbrocken runtergefallen ist, spring aus dieser Höhe auf die andere Seite der Wippe, um ihn wieder an seine Stelle zu befördern. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, dann kann ich ihn immer wieder zurückbringen. Okay, jetzt ruckelt's gerade. Das ist nicht so toll. Ich muss irgendwie ein Schaf anlocken. Und ich werde mal unsere Items benutzen. Das machen wir jetzt folgendermaßen. So, erstmal das hier hinstellen. So, das macht jetzt einen Duft. Jetzt pass mal auf, jetzt nehme ich unseren Ventilator hier und dann locke ich uns ein Schaf an. Dann müssen wir das gar nicht erst klauen. Vielleicht, ja, ich glaube, man hätte es gar nicht geschafft. Das ist super, guck mal, wie das da angehoppelt kommt. Das ist super. Dann nehmen wir das mal wieder mit. Und unser Schäfchen... Das muss jetzt erstmal hier stehen bleiben. Ich muss noch was erledigen. Und zwar muss das Schaf ja erstmal wieder da runterkommen. Von dieser Bühne, von alleine bewegt es sich natürlich nicht. Das heißt, wir müssen da erstmal... Moment mal, war hier nicht noch irgendwie ein Secret oder sowas? Nee, das war nicht... Da mussten wir nicht hin. Wir mussten hier hin. Hoppala, jetzt bin ich da durchgeglitscht. Ist ja komisch. Hier... Nee, wo ist es denn? Ich muss hier irgendwo was machen. Wo kommt das Schaf denn raus eigentlich?
Okay, ist es dann hier, oder? Ich hoffe es mal, dass es das Richtige ist. Ich brauche den Salat. Hinstellen. So, einmal. Nein, das brauchen wir nicht. Das legen wir wieder zurück. Und habe ich jetzt alles richtig durchdacht? Ja. Das heißt, ich muss nur noch mein Schaf holen. Komm mal her, kleiner. So. Ich glaube, das ist richtig. Ja. Ich habe es einigermaßen richtig gemacht. Na, hüpf mal rüber, Minion. Gut, es kommt nicht wieder mit runter. Das heißt, wir können es jetzt da oben abholen. Aber hier war doch noch irgendwo ein Geheimnis. Hätte ich jetzt schwören können. Nimm jetzt erstmal das Schaf. Das Schaf. Ja, ich kann sogar springen mit dem Schaf. Das muss jetzt genau hier drauf stehen. So. Was machst du? Nicht bewegen. So. Ich hätte schwören können, da war noch mal irgendwie ein Secret. Guck mal, da unten, seht ihr das? Wie komme ich denn da hin? Hubala. Da ist noch ein Secret, das möchte ich natürlich haben. Aber ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Da hinten ist noch mal ein Felsen. Aber ich glaube, der ist nur Deko, oder? Wie komme ich denn da hin? Tatsächlich, hier ist der Weg. Oh Gott, ich sehe mich jetzt schon runterplumpsen. Mit der komischen Kamerasteuerung hier, das ist ja echt nicht mehr schön. Ganz langsam, komm schon. Alles klärchen, Bärchen. Boah, jetzt bin ich fast in den Tod gelaufen. Ah, die Kamerasteuerung, du. Hier holen wir uns noch ein Secret ab. Das sage ich euch. Hä, was ist denn hier für eine Luke? Und jetzt? Pustekuchen. Was mache ich denn jetzt? Muss ich das Schaf erstmal da hinstellen? Ich glaube, wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Hm, jetzt ist das Schaf aber schon da oben. Und jetzt? Wo geht's weiter? Hallo? Kann ich hier mal bitte die Kamera... Das ist doch nicht mehr schön, ist das. Hier geht's weiter. Genau. Ja, Leute, sollen wir dann erstmal das Bonus holen? Den Bonus? Ich glaube, das geht nur, wenn das hier aktiviert ist. Gut, dann holen wir nochmal unser Schäfchen. Ich kann hier nochmal nachladen. Dann machen wir das schnell. So, komm mal her, Schaf. Dann jumpen wir da nochmal schnell runter. So. Gehst du auf den Knopf da? Alles klar, der Knopf ist aktiviert. Er wird jetzt erstmal da drauf stehen bleiben. Das heißt, wir können da runter gehen. Und dann schaffen wir das. Hoffe ich doch. Oh, die Kamerasteuerung, die ist böse. Böse Kamerasteuerung. Kamerasteuerung auf Doom. Da muss man echt aufpassen. So. Hoffentlich verkacke ich das jetzt nicht wieder. Ich hätte jetzt fast die X-Taste statt Viereck gedrückt. So. Ne? Das gibt's nicht. Das hat es nicht aktiviert. Und ich riskiere hier mein Leben. Ich krieg den Bonus nicht. Was machen wir denn jetzt? Da muss es irgendwo noch einen Schalter geben. Habe ich denn einen übersehen? Kamera, würdest du dann bitte? Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Wo ist denn der? Schalter? War der auf der anderen Seite? Hier muss es irgendwie noch ein geheimes Secret geben, das ich noch nicht gesehen habe. So, dann machen wir mal Rambazamba. Nein, 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 nein. Oh, der ist zu schnell. Ah, das war dumm. Ja, da freuen sich die Schafe, wenn ich einen auf den Deckel kriege. Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Tja, nicht mit mir, Minion. Hier muss es irgendwo ein Secret geben. Ich schwör's euch. Wenn, dann müssen wir dann nochmal durchpesen. Aber wir haben hier doch alles geholt. Ich guck mal die Karte an. Ne, da gibt's nichts mehr. Fragezeichen bedeutet, dass da Duffy ist. Aua. Ja, Duffy, der chillte einfach sein Leben. Und hier ist Pustekuchen. Hier gibt's nichts mehr. Ich hätte schwören können, dass das da noch ein Secret geben würde. Was ist da oben? Einfach nur ein Loch. Ja. Schöne Soße. Das war so nicht geplant.
muss nur auf die andere Seite kommen. Bitte, 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 bitte. Das war's. Ja, das ist super. Hoppala. Wie machen wir das? Gibt's hier noch einen zweiten Tunnel? Nein, 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 nein. Ach, Pustekuchen da. Scheibenkleister. Komm, ich rush noch einmal. Ich versuch's noch mal. Spring, spring, boah. Jetzt hätte ich fast den PewDiePie gemacht. Da ist unser Schaf. Ich habe keine Ahnung, wie wir Dinger kriegen könnten. Kann ich hier irgendwo drauf springen? Dass das vielleicht geht? Also da hinten ist ja das Teil, ne? Aber wie wir da den... Vielleicht können wir das auch erst später machen. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen unsere Mission fertig. So wie es eigentlich geplant ist. Das Schaf ist schon mal hier oben, das ist ganz gut. Dann machen wir die Mission einfach mal schnell fertig. Ja, habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Muss man ja auch machen. So, na, Schaf. Ah, er geht sogar in die Mitte hin für mich. Damit er gerettet werden kann aus den Klauen dieses bösen, bösen Typens. So, jetzt. Let's go. Immer an der Stelle ruckelt es komisch. Moment mal, ich habe eine Idee. Würdest du deine Kamera? Okay. Stimmt. Guck mal, wie blöd bin ich denn? Ich bin ja dumm wie doof. Das müssen wir machen. Und jetzt? Da geht irgendwie ein Tor auf oder sowas. Okay. Na dann gehen wir mal da rein. Tatsächlich, da ist die Stechuhr. Wir haben es gefunden. Jetzt muss ich nur noch überleben. So. Okay, eigentlich auch wenn ich jetzt sterben würde, würde ich den Punkt noch kriegen, aber ich möchte jetzt nicht sterben. Nicht nochmal. Das wäre zu viel für Ralph. Ralphie, unser treuer Wolf. Super, ich habe den Bonus gekriegt. Yay. Alles Klärchenbärchen. Dann gehen wir wieder auch nach oben. Dann war es doch noch ganz lustig hier, ne? Alter. Hab hier fast den PewDiePie Erschreck-Move gemacht. Zack, fertig. Alles klar. Jetzt frage ich mich, was wir als nächstes kriegen und ob ich jetzt erstmal die Folge beenden sollte. Weil das Let's Play ist wahrscheinlich sehr kurz, so wie ich das in Gedanken habe. Den Bonus können wir auch gleich freischalten, wenn wir wollen. Das erinnert uns immer daran, dass wir speichern sollten. Und jetzt sind es nur noch 14. Ich glaube schon, dass ich es durchgespielt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich habe das Herbstlevel auf jeden Fall gespielt. Was haben wir denn als nächstes? Aha. Alles klar. Da sieht es nach einem Wald aus. Das könnte auch lustig werden. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Da müsste ich erst mal drauf blicken. Du bist nicht aufzuhalten. Ja, das bin ich wirklich nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal in der Sheep-Dog-and-Wolf-Show mit dem Cronoid als Sidekick von Daffy Duck. Es war mal wieder sehr lustig. Wir haben den Bonus gefunden. Das freut mich. Ich kann ja gerade mal hingehen. Gespeichert ist es ja. Dann gucken wir uns mal kurz an, was wir jetzt noch freischalten können. Bonus 2 Punkte. Ah, okay, dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Punkte. Dann müssen wir noch mehr Level spielen. Das heißt, so viele wie Punkte da sind, gibt es Level, ne? Wahrscheinlich kommt auch nochmal eine neue Tür, ne? Mit neuen Sachen. Also, ich verabschiede mich. War eine kurze Folge, kurzweilig, aber auch wieder lustig hier. Also, ich war der Cronoid. Ciao, Leute.